Ja, liebe Freunde und liebe Freundinnen, wir sind hier unterwegs bei Bad Salzschlierf. Hier verbringen wir ein paar schöne Tage und heute haben wir eine Radtour geplant. Endziel ist Fulda und wieder zurück natürlich. Wir haben bestes Wetter dafür, keine Regenwolken, sondern bedeckte Wolken. Also wir hoffen, dass sich kein Regen drin versteckelt hat, keine heiße Sonne, also für mich optimal. Genau. Und für die, die es nicht wissen, Fulda und Bad Salzschlierf befinden sich in Hessen, hier in der Nähe von der Rhön. Und für uns geht's jetzt los. Jupp. Ja, eben ist uns gleich der erste Schnitzer passiert. Wir mussten hier links abbiegen. Die Margit hatte einige Meter Vorsprung und hat mich nicht gehört, dass sie das E-Bike hat und nicht das normale Fahrrad. Hat es eine Weile gedauert, bis ich sie wieder eingeholt habe. Aber jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Nach links abgebogen. Jetzt geht es nach Großenlüder oder Großlüder, wie es heißt, ich weiß nicht genau. Und das Ganze ist Richtung Fulda. Wir sind jetzt wieder auf unserem R2-Radweg und da vorne kommt jetzt Großenlüder. Genau. Und dann weiter wieder Richtung Fulda. Meine Lieben, so ein kleiner Zwischenstopp. Hier sind wir auf einer kleinen Brücke, der geht über das Bächlein. Wir denken mal, ein Bächlein, besonders groß ist es nicht. Die genau. Lüder und machen uns jetzt weiter auf den Weg nach Fulda. Noch 13 Kilometer, dann sind wir da. Jetzt haben wir Fulda vor uns liegen. Es sind noch ungefähr 7 Kilometer, die wir aber auch mit einem Klacks jetzt runterradeln. Dank meines E-Bikes, weil ich habe ja schon eins. Und das Wetter hat bis jetzt gehalten. Und wir denken mal positiv, dass es auch weiterhin hält. Wir melden uns wieder in Fulda oder noch mal kurz vorher. Je nachdem. Einwärts haben wir jetzt die Fulda überquert, den Fluss Fulda, haben jetzt mal hier Halt gemacht. Und Margit,
Ja, also wir waren gestern schon in Fulda, deswegen werden wir heute nicht ins Zentrum gehen. Wir waren gestern mit dem Auto da, genau, weil wir nicht gewusst haben, ob das Wetter hält oder nicht. Und wir wollten auf jeden Fall auch einmal die Stadt zu Fuß erkunden und dann ist das Fahrrad halt eher ein bisschen störend. Und deswegen haben wir gestern schon einige Bilder für euch geschossen und diese wunderbaren Impressionen werden wir euch jetzt dann so in dem Video mit reinschneiden. Film ab! Eindrücke von Fulda und wir fahren jetzt auf dem schönen Radweg hier entlang der Fulda, genau am Fluss Fulda fahren wir jetzt hier entlang und ja, wir werden jetzt gleich mal uns ein Plätzchen suchen, wo wir eine kleine Pause machen. Nach einer kurzen Rast geht es für uns jetzt wieder weiter. Der nächste Ort, der nächste größere Ort ist dann Schlitz. So, und jetzt sehen wir auch so richtig schön mal die Fulda in ihrer vollen Pracht. Ja, und hier drüben sieht man jetzt auch wieder schön die Fulda. Da ist jetzt schön breit.
Es sind jetzt genau noch 16 Kilometer nach Schlitz und hier seht ihr die ganzen Fahrradrouten, wo sich hier befinden. Jetzt ging es hier ständig ein bisschen bergauf und bergab, über schöne Brücken, über die Fulda drüber und durch schöne Ortschaften durch und einen schönen Radweg. Hier macht es jetzt Spaß, Rad zu fahren. Zwar ein bisschen anstrengend, aber es geht schon noch. Die Fulda, das ist ein See mit vielen, vielen Autos, aber was die hier machen, wissen wir nicht. Schwimmen gehen wahrscheinlich. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier kurz vor Schlitz in einem Vorort, der heißt Pfort und gehört zum Vogelsbergkreis. Auch hier ist es sehr schön. Hier ist die Fulda wieder. Wir fahren ja schon die ganze Zeit die Fulda entlang und das ist sehr schön hier. Wir waren schon beim Bäcker und haben uns gestärkt mit einer leckeren Knusperstange und was Kaltem und was Heißem zu trinken. Jetzt machen wir uns langsam wieder auf den Rückweg nach Balzac-Schlierf. Genau, und was ich euch jetzt noch sagen wollte, kurz vor dem Ort Schlitz fließen die beiden Flüsse Schlitz und Fulda zusammen. Und ab hier folgen wir jetzt der Schlitz, so wie die Margit schon gesagt hat, nach Balzac-Schlierf. Thank you.
Und jetzt haben wir Schlitz verlassen und hinter den Bäumen hier kann man es noch leicht erkennen. Und hier befinden wir uns auch auf dem Radweg R7A und den Bahnradweg Hessen. So, liebe Freunde, wir sind wieder on Tour und jetzt überqueren wir gleich die Schlitz wieder. Ja, hier wird es ein bisschen eng. Ja, liebe Freunde, und hinter mir seht ihr eine wunderschöne Raststation. Also wenn ihr mal hier unterwegs seid auf dem Radweg zwischen Bad Salzschlierf und Schlitz, könnt ihr hier wunderbar Rast machen. Schlitz entlang geht es wieder durch kleine Ortschaften durch und noch nach Bad Salzschlierf sind es noch 4,1 Kilometer. Wir haben hier wieder einen schönen Rastplatz, und zwar ist auch hier eine Karte mit den Radwegen drauf, und die Margit wird euch jetzt gleich mal erklären, noch mal genau, wie wir gefahren sind. So, gestartet sind wir in Bad Salzschlierf, dann sind wir hier entlang gefahren, an Großen Lüder vorbei, an Bimbach vorbei, bis nach Fulda, dann hierum wieder nach Kemmerzell, Lüdermund und so weiter und so fort, bis wir wieder zurück waren in Schlitz. Und jetzt sind wir hier auf dem Weg wieder nach Bad Salzschlierf. Genau, wo wir wieder übernachten werden. Und hier seht ihr auch noch viele andere Radwege, wo es hier in der Gegend gibt. Mit lustigen Zeichen, wie zum Beispiel hier dieser lustige Rabe auf dem Fahrrad. Ganz genau, ja. Werden wir vielleicht auch irgendwann mal fahren. Das ist die Bädertour-Radweg. Ah ja, okay. Sehr schön. Thank you.
Ja, liebe Freunde, jetzt sind wir am Ende unserer Radtour angekommen, hier in Bad Salzschlier. Und ich hoffe, wir haben euch ein paar schöne Eindrücke hier von der Gegend vermitteln können. Ja. Jetzt haben wir noch einen schönen Berg vor uns, dass wir zu unserem Hotel kommen. Aber den schaffen wir auch noch. Wir haben schon genug Steigungen heute geschafft. Ja. 50 Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Richtig. Und was haben wir alles gesehen? Viele Maisfelder, gell? Oh ja, hier gibt es viele Maisfelder. So wie bei uns daheim, der Spargel wächst hier überall Mais. Ja, und einige Steigungen, bergauf, bergab. Aber man kann es schaffen. Und jetzt wartet das Schwimmbad noch auf uns und danach ein gutes Abendessen. Genau. Und wir verabschieden uns von euch. Bis zum nächsten Video. Tschüss.